der Camp Cerf von Characlois versunken. Letzter Führer der Klachtklinge. Wisse, dass ich mit dem Wort des Zerfimon zu dir komme. Gemeißelt nicht in Chaos, sondern in Stein. Durch Willenskraft gemeißelt in einen ungebrochenen Kreis. Bei dem Wort Zerfimon rollen Dakons Augen in ihre Höhlen und er versucht dich zu fokussieren. Mit großer Mühe öffnet er seinen ausgetrockneten Mund, um zu sprechen, doch ihm entweicht nur ein trockenes Krächzen. Du nimmst den Stein aus deinem Bündel und hältst ihn vor ihm hin, sodass er ihn sehen kann. Wisse, dass die Worte des Zerfimon in diesen Stein graviert sind. Die in diesen Stein graviert sind, wahr sind, und wisse, dass dein Geist nicht mehr länger geteilt sein muss. Du musst nur den Stein nehmen, und du wirst dich selbst wieder kennen. Dakons Augen blinkern, als er den ungebrochenen Zeitkreis von Zerfimon betrachtet. Und einen Augenblick lang glaubst du, dass er den Tod zu nah ist, um den Kreis zu erkennen. Doch dann bewegt sich seine rechte Hand und er zieht sie langsam aus ihrem erdigen Gefängnis. Die Erdklumpen ergießen sich vor ihr und werden zu Wasser, die in chaotischen Winden des Limbus. In den chaotischen Winden des Limbus. Wie ein Ertrinkender greift er mit seinen knöchernen Händen nach dem Stein und seine Augen blitzen auf. Wisse, dass ich dir das Leben gerettet habe, Dakon. Zerf von Characlois. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Dakons Blick löst sich von dem Stein und huscht über dich. Er krächzt erneut, sein Mund zu trocken, um die Worte zu formen. Er blinzelt langsam und als er spricht, ist seine Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Doch die Worte sagen, was du hören wolltest. Mein Leben gehört dir. Bis das deine nicht mehr ist. Schließe die Augen und kehre in die Gegenwart zurück. Dakon schweigt. Ich hörte deine Worte. Das Chaos in meinem Kopf wurde still. Ich kannte mich selbst wieder. Du hast also den Kreis von mir bekommen? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Ja, ich kannte die Worte. Und somit kannte ich mich selbst wieder. Aber habe ich dir nun das Leben gerettet, Dakon? Oder hat es dich nur noch weiter gespalten, als du den Kreis studiert hast? Dakon schweigt einen Augenblick, doch seine Klinge windet sich wie unter Schmerzen. Es dauert eine Weile, bis er weiterspricht, und als er etwas sagt, ist seine Stimme sehr ernst. Es hat mich gespalten. Also habe ich dir nur das Leben gerettet, Dakon? Also habe ich dir nun das Leben gerettet, Dakon? Oder habe ich es nur deinen Schmerz, oder habe ich nur deinen Schmerz vergrößert? Diese Worte, die Worte des Zerfimon, sie scheinen dich noch mehr zu spalten. Ich sehe es, wenn du die Lehre wiedergibst. Dakon schweigt. Ich sagte, dass ich dich niemals gerettet habe, Dakon. Ich habe dich lediglich vor dem nahen Tod bewahrt, um dich noch einmal sterben zu lassen. Wärst du in Characlois gestorben, hättest du Frieden gefunden. Deine Worte tragen die Bürde der Wahrheit. Der Tod, den ich in Characlois gestorben wäre, wäre der letzte gewesen. Jeder Tag, an dem ich seither gelebt habe, ist ein neuer Tod. Du musst mir nicht mehr dienen, Dakon. Ich habe dir nie das Leben gerettet. Ich habe dich nur zweimal getötet. Du schuldest mir nichts. Nein. Dakons Gesicht verzieht sich schmerzhaft. Seine Augen starren durch dich hindurch. Es ist nicht dein Wort, das Gewicht hat. Noch wird dein Wort mich befreien. Das Wort, das mich in Ketten hält, ist meins. Die Qual ist meine. In meinem Inneren weiß ich, dass die Ketten bleiben werden. Worte bringen keine Freiheit. Gibt es einen Weg, dich zu befreien? Du musst den endgültigen Tod sterben. Und doch ist dein Weg nicht der Weg des Todes. Es gibt keine Lösung in dieser Sache. Eid. Ich schwöre, dass ich eine Lösung finden werde, Dakon. Ich werde einen Weg finden, dich zu befreien.
Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Dacons Stimme klingt ermattet, als wäre er plötzlich krank geworden. Du musst wissen, dass du meine Worte noch... dass du meinen Worten noch Worte hinzugefügt hast. Sein Ausdruck ist schmerzverzerrt, als sein Blick den deinen trifft. Jetzt hast du uns beide in Ketten gelegt. Ich verstehe. Es gibt noch ein paar andere Dinge, die ich wissen möchte. Was steht da? Frage über diese Grei. Ich wollte Wanderschaft fragen. Ich suche einen Lehrmeister. D'accord, erzähl mir einmal, wie ich dir bei Shackleton das Leben gerettet habe. Wissen wir, du sagst, ich habe den Kreis von Seraphim. Erzähl mir von deinem anderen Ich. Der Inkarnation, die du kanntest. Wie war ich? Wie waren wir? Hatten wir das? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Achso, also geht das doch noch. D'accord, erzähl mir von meinem anderen Ich, der Inkarnation, die du einst kanntest. Wie war ich? D'accord, starrer Blick geht durch dich hindurch und er verfällt in Schweigen. D'accord, wisse, dass er anders war. Wisse, dass diese Andersartigkeit ihm nicht auf die Haut geschrieben stand, noch in der Art, wie er seine Waffe führte, noch in der Kleidung, die er trug. Wisse, dass er anders war durch seine Art zu denken und die Art, wie er seine Gedanken in die Tat umsetzte. Sein Wille materialisierte sich. Wisse, dass er anders sah und doch nicht sah. Er wusste nur, wie sie ihm nützen konnten. Sein Herz war falsch und kalt und nie hat ihn diese Kälte verbrannt. Hat er dir je geschadet, D'accord? Hat er dich hintergangen? D'accords Klinge blutet aus und wird flach und matt schwarz. Du siehst zu, wie aus den Kanten der Klingen Enden, wachsen wie Zähne. Sein Gesicht versteinert sich und er spricht durch die Zähne. Es ist mein Wille, das weißt du. Sag mir, D'accord, hat er dich je hintergangen? Wisse, dass es viel Verrat gab. Jeder Verrat an mir geschah durch meine Hand, nicht die eines anderen. Sag mir, D'accord, was war das für ein Verrat? Ich gab ihm mein Wort, ich gab ihm mich selbst. Wovon redest du eigentlich? Das wissen wir doch schon, ja? Das Volk lässt handeln. Lesen wir nochmal. Das Volk lässt nicht zu, Sklaven. Ja, genau, das kannten wir ja schon. Ich kann nicht sterben, was für ein Dienst. Genau, hier hatten wir auch. Was hatte ich in Ketten? D'accord, du musst es. D'accord, so muss es nicht sein. Ich kann dich freilassen. Ich will nicht, dass du noch länger ein Sklave bist. Betrachte die Schuld als abbezahlt. I see. There are other things I would know. Also, dieses andere Ich hat dir das Versprechen abgenommen, ihm bis in seinen Tod zu dienen. Und du wusstest nicht, dass er unsterblich ist. Das ist ja großartig. Gehen wir weiter, Sklave. Nein. Das sind andere Dinge, die ich wissen muss. Was war hier noch? Wie kam es dazu, dass du meiner Schuld stehst? Haben wir erfahren. Ja, was machen wir noch? Ich muss bald über Zerfimmerns Worte meditieren. Genau. Wenn wir eh schon dabei sind, können wir jetzt auch noch mit den anderen reden. Was nagt an dir, Meister? Kannst du mir noch einmal vorlesen, was auf meinem Rücken tätowiert ist? Kannst du mir etwas über Sigil erzählen? Mord? Was sind nochmal deine besonderen Talente? Mord? Warum hast du mir die anderen Tätowierungen nicht vorgelegt? Ich könnte deinen Rat brauchen. Was glaubst du, sollten wir jetzt tun? Was glaubst du denn? Also, ich sag dir mal, wie ich die Sache sehe. Erzähl weiter. Genau, Meister. Das hier ist deine Show. Ich folg dir nur. Ach so. Gut, was hast du sonst noch so auf dem Herzen? Wie bist du gestorben, Mord? Was weißt du über den Blutkrieg? Sag mir nochmal, wie du auf der Schädelsäule gelandet bist. Also ihn können wir anscheinend... Nee. Ihn können wir anscheinend, nicht mehr, groß helfen. Das kennen wir ja alle schon, wenn ich mich nicht irre. Ja, wie geschah das dann? Ja, ist das jetzt bald mal zu Ende, dieser halbe Roman hier? Ich erinnere mich, den glaube ich schon mal durchgearbeitet zu haben. So, mit wem können wir noch sprechen? Wir können vielleicht nochmal mit Ana reden.
Ja? Was willst du? Anna, ich habe dich nicht im Sto- ich habe ich dich nicht im Stock getroffen, bevor ich Fahrrad fand? Erzähl mir etwas über Fahrrad. Anna, kannst du mir Liebesfertigkeiten lehren? Nein. Das mit dem Küssen brauchen wir nicht weiter vertiefen. Im Irrgang sagte Rabe, dass dich etwas quält. Was meinte sie damit? Anna runzelt die Stirn. Sie meinte gar nichts, okay? Unsinniges Weibergeschwätz, nichts weiter. Bist du sicher? Es hat nichts zu bedeuten, wenn du nicht weißt, was sie meint. Woher soll ich's wissen? Wenn du darüber reden willst, ich höre dir... Ich! Anna senkt kurz den Blick. Du weißt wirklich nicht, wieso ich mit dir und... Ich weiß wirklich nicht, wieso ich mit dir unterwegs bin. Keine Ahnung, wieso ich mit dir ging, um Rabe zu suchen. Sie runzelt die Stirn, doch offenbar mehr aus Verwunderung als aus Ärger. Es macht keinen Sinn, weißt du? Und das gefällt mir nicht. Ich... Anna holt tief Luft, ja. Lust holt sie auch tief. Ich glaube, ich empfinde etwas für dich. Es fühlt sich komisch an, weißt du? Ich glaube, ich habe noch nie irgendjemanden gemocht. Aber bei dir... Anna zuckt halbherzig mit den Achseln, ohne dich dabei anzusehen. Ich weiß nicht wieso, aber du hast irgendwie was... Was keine Ahnung, was es ist. Ich meine, die meiste Zeit bist du so ziemlich blöd. Du läufst, als ob deine Hüfte kaputt ist. Du bist ungeschickt und du riechst wie ein Zombie. Und doch... Sie seufzt. Ich hab dich so gern. Ich hab dich gern, so. Anna, wieso hast du das nie gesagt? Wir hätten das schon vor langer Zeit klären. Es ist, weil ich denke, du bist verdammt. Anna sieht dir unvermittelt in die Augen. Ich glaube, du gehst in Ketten, aber du weißt es noch nicht. Deshalb habe ich Gefühle für dich. Und ich fürchte auch um dich. Und das bringt mich um. Weißt du, ich will nicht, dass dir was passiert. Aber ich weiß nicht, wie ich es verhindern soll. Küssi. Du greifst mit deiner freien Hand um ihren Nacken und ziehst sie an Annas und siehst, wie sich Annas Miene versteinert, als du sie zu dir heranziehst und auf den Mund küsst. Zuerst ist es, als würdest du eine Wand küssen, dann fängt sie allmählich an, deinen Kuss zu erwidern. Zuerst zögernd, dann selbstbewusster. Ihre Zähne beißen leicht in deine Oberlippe. Du hörst sie schnurren und ihr Schweif schlängelt sich um dein Bein und presst es. Bei jedem deiner Bisse spürst du gleichzeitig dieses Pressen. Würdet ihr beide wohl den Quatsch sein lassen, bevor ich gezwungen bin, einen Darbus hierher zu holen, um euch auseinanderzubringen? Mord brummt. Oder lasst mich zumindest mitquatschen. Ja, wir quatschen doch gar nicht. Als ihr euch küsst, spürst du auf einmal, dass Annas Haut warm wird. Sie strahlt Wärme ab, wie glühende Kohlen. Du weichst zurück, während Annas Zähne dich ein letztes Mal beißen. Und sie sieht dich etwas verwirrt, dann ärgerlich an. Was ist denn? Hä? Ich bin wohl nicht besonders gut, was? Nein, es ist deine Haut. Warum bist du auf einmal so warm? Was? Anna runzelt die Stirn und sieht an sich herunter. Du siehst kleine Rauchwolken unter ihrem Wams. Ach so, du siehst, wie kleine Rauchwolken unter ihrem Wams hervorkommen. Das ist Scheusalzblut. Sie zieht ihre Augenbrauen hoch. Aber das ist mir noch nie passiert. Was? Hat dich noch nie jemand geküsst? Sie zuckt die Schultern. Hat nie einer gewagt. Und selbst wenn's einer gewagt hätte, wär's wahrscheinlich nicht so gewesen. Das nehme ich als Kompliment. Also, was ist... Anna sieht sich um und ihr Schweif peitscht planungslos hin und her. Gehen wir nun weiter oder was? Wir haben keine Zeit hier rumzustehen und zu quatschen, weißt du? Also, ich bin auch nicht damit fertig, dich zu küssen. Komm her. Sie macht erschrocken einen Schritt zurück. Nee, wer weiß, was als nächstes passiert. Vielleicht steht mein Körper dann in Flammen oder so. Halt dich und deine Lippen von mir fern. Ist gut, für dieses Mal gehen wir weiter. Ja, ist schon in Ordnung. Und über ihn will mir jetzt niemand was sagen, oder wie? Ja, er hat seine Knochenfertigkeit. Wer bist du? Ja, wir kennen deinen Namen nicht. Nein, hier redet keiner mit uns. Wir haben noch ein bisschen Zeit, dann können wir eben noch mit Nordrom sprechen. Nordrom starrt konzentriert auf seine Armbrüste. Sie geben unterschiedliche klickende Geräusche von sich. Zuerst die eine, dann die andere. Es klingt fast so, als würden sie sich unterhalten. Was habe ich als Entwicklungs... Ah, fangen wir lieber unten an. Nordrom, weißt du etwas über den Blutkrieg? Nein.
Können wir nochmal über meine Unsterblichkeit reden? Nein. Nur drum, du hast mich doch gefragt, wie es mir geht, oder etwa nicht? Wie geht's dir noch drum? Erzähl mir etwas über Mechanos. Nee, du hast mich gefragt, wie es mir geht. Bestätige Anfrage eingereicht bezüglich Status der angesprochenen Antwort. Naja, abgesehen von meiner Amnesie und der Tatsache, dass ich nicht wie ein normaler Mensch sterben kann und dass meine Sterblichkeit mir abhanden gekommen ist und sich irgendwo verflüchtigt hat, geht es mir gut. Verarbeite, Amnesie, verarbeite, null Tod, trotzdem versuchen. Nordrom wird eine Weile seine Augen auf dich geheftet. Folterung, Status unsterblich, Frage, Ursache, Wirkung. Amnesie bewirkt Unsterblichkeit oder Unsterblichkeit bewirkt Amnesie, das hatten wir doch schon, ich weiß nicht. Richtig, mir egal, Ordnung, Nordrom, gehen wir weiter. Brauch alles nicht, okay, mir sagt hier keiner was. Besuchen wir eben nochmal Dayonara. Vielleicht hat die jetzt mal endlich mal noch was Interessantes für uns. Ich fürchte allerdings nicht. Und dann werden wir vermutlich endlich uns auf die Suche nach dem Portal aufmachen. Ich denke auch schon, ich weiß, wo ich es finden werde. Erledigt. Da wir ja schon mal mit Nordrom hier rumgelaufen sind, oder ich bin zumindest schon mal, haben wir das im Video gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin weg. Bevor wir zu Rave gingen, bin ich hier mit Nordrom ein bisschen rumgelaufen, ja, überall, und habe geguckt, was man noch machen könnte oder so in der Art. Und dabei ist mir ja nichts aufgefallen. Da waren wir, glaube ich, auch schon mal bei dem anderen. Da ist mir ja schon, angeblich war da ja schon ein Portal irgendwo. Du bist zu mir zurückgekehrt. Ist es möglich, dass deine Erinnerung zurückgekehrt ist? Dayonara materialisiert sich wieder. Dieses Mal erscheint sie mit verzweifelter Miene. Ihre Arme sind ausgestreckt, als ob sie nach etwas greifen wollte. Dann wandelt sich ihr Ausdruck von Verzweiflung zu Erleichterung. Ja, das haben wir gehört. Ich hätte ein paar Fragen an dich. Wer bist du? Kannst du mir sagen, wer ich bin? Kannst du mir sagen, wo ich hier bin? Was war das für eine Vision, die du vorhin erwähnt hattest? Ich warte auf dich in den Gewölben des Todes, mein Liebster. Ja, ist schon in Ordnung. Also für den Moment nichts, also hilft uns nicht weiter. So, wo können wir lang gehen? Hier oben kann man, glaube ich, ursprünglich mit einem Talisman raus und hier war nichts mehr. Oder kann man hier mit dem Talisman raus? Ist ja auch egal, damit kann man ja eh nur in diese eine Kammer da rein. Ich bin weg. Oh, wenn man bedenkt, wie lange das schon her ist. Wir müssten jetzt so bei Stunde 62 sein oder so. So lang läuft das schon. So, gehen wir mal nach unten. So, hier sind wir aufgemacht. Ja, das ist schön und gut. Ich möchte eben nochmal zu Dahl. Erledigt. Dahl oder Dahl? Dahl. Sehen wir dann ja gleich. Schon gut. Vielleicht gucke ich lieber erst nochmal, ob Aiwene nochmal da ist. Zomfi. Ich bin weg. Ja, kleine Aiwene. Sag uns Bescheid, ob du hier stehst. Ich hätte ja auch einfach mit einem nur hinlaufen können. Ja genau, Anna. Mach mal Hackengas hier. Nein, sie ist nicht mehr da. Steht aber, ist das noch irgendwie was? Ne, ausgenommene Leiche, Aiwene rumschnibbeln und so. So, Dahl? Dahl. So. Ich bin hier, weg. Kommt mal alle her hier. So, hast du noch was? Dahl blickt auf, als du näher kommst. So bist du nun zurückgekommen. Dahl holt keuchend Luft und dann wird er von einem heftigen Hustenanfall gerüttelt. Oder geschüttelt. Nach einer Weile beruhigt er sich und atmet wieder schwer. Ich grüße dich erneut, Rastloser. Ich hätte ein paar Fragen. Nein. Leb wohl. Dann treffen wir uns vielleicht im Reich der Toten, Dahl. Ist schon in Ordnung. Ich bin so. Weg. Hier über unserer Barre soll ja irgendwo das Portal sein. Und ich meine, hier schlug schon gut. Nordrom auch an letztes Mal. Ich bin gerade echt nicht mehr sicher, ob ich das aufgezeichnet hatte oder nicht. Ich meine schon. Auf jeden Fall haben wir damals dort kein Portal gefunden. Irgendetwas ist mit dem Torbogen vor dir. Etwas, das dir auf unheimliche Weise bekannt vorkommt. Eine Kälte, die dir die Knochen einfriert, steht zwischen diesen beiden schwarzen Säulen in der Luft.
als ob der Torbogen selbst an einem anderen kalten Raum grenzt. Aus irgendeinem Grunde weißt du, dass dies das Portal zur Festung der Reue ist. Nun musst du es nur noch öffnen. Beiß die Zähne zusammen und pell die Haut von deinem Unterarm. Du beißt die Zähne zusammen und gräbst deine Fingernägel in deinen linken Unterarm. Mit einem trockenen, reißenden Geräusch ziehst du einen Streifen Haut ab. Die Kälte zwischen der Säule wird stärker, fast fordernd, als hätte sich das Portal einen Spalt breit geöffnet. Untersuche die Haut. Dieser Hautfetzen wurde von der Rückseite deines linken Unterarms abgeschält. Seine narbige graue Oberfläche erinnert dich an die Haut eines Zombies. Er fühlt sich eher wie ein Stück gegerbtes Leder als wie ein Streifen Haut an. Stich in deinen linken Zeigefinger und schreib mit dem Blut etwas, das du bereust, auf den Fleischfetzen. Du stichst dir in die Spitze deines Zeigefingers und bevor die Wunde verheilt, heilen kannst, presst du einen Tropfen Blut heraus. Als du ansiehst, das Reuheitsbekenntnis zu kritzeln, gehen dir verschiedene Bilder durch den Kopf. Ich bereue, was meinen Kameraden zugestoßen ist. Ich bereue meine Taten. Ich bereue meine Vergangenheit. Ich bereue die Ereignisse, die alle zu dem hier geführt haben. Lass die Wunden heilen. Wir bereuen, dass wir vermutlich so viele Menschen in den Tod getrieben haben, in unserer Vergangenheit, für die wir nichts können. Du flüsterst dir die Worte selbst zu. Doch das Reuebekenntnis hält in deinem Kopf wieder. Ich bereue, all meine Kameraden mussten leiden, damit ich es hierher schaffen konnte, dass ich D'accord all diese Jahrzehnte versklavt habe, dass ich Ignos beigebracht habe, anderen zu schaden. Den Tod von Ignos, Valdors Tod, überleg dir ein anderes Reuebekenntnis. Ja, dass meine Kameraden leiden mussten. Du kritzelst dein Reuebekenntnis auf dem Fleischfetzen, aber deine schnelle Heilfertigkeit zwingt dich, die Wunde an deinem Finger wieder und wieder zu öffnen, um mehr Blut herauszupressen. Wenig später bist du fertig und dein Blut glänzt auf dem Fleischfetzen. Eine Mischung aus deinem Fleisch und deinem Blut und deiner Reue. Sieh zu, wie das Blut trocknet. Während das blutige Reuebekenntnis trocknet, umfährt dich ein kalter Windhauch. Du blickst auf. Die schwarzen Pfeiler zu beiden Seiten des Bogens glühen leicht. Stäubchen aus nebligem blauem Licht schweben aus ihrer Seite und bilden einen funkelnden Vorhang zwischen ihnen. Hinter dem Vorhang kannst du einen verwitterten steinernen Pfad erkennen, der in die Dunkelheit führt. Alle Mann fertig? Frage empfangen, Antwort: Nordrom ist bereit und wartet. Erwarte weitere Anmaßungen. Anweisungen eher. Anweisungen. Keine Anmaßungen. Eigentlich heißt es Anweisung, aber egal. Glas? Achso, wir verbessern ihn auch sogar noch. Ich bin so weit gekommen und es wäre unhöflich, mich vor der letzten Stunde zu empfehlen. Sie lächelt leicht. Selbst wenn du höflich darum bitten würdest, würde ich es nicht erlauben. Dann habe ich wohl keine Wahl. Anna? Ich. Anna sieht zu Gras der Gefallenen hinüber. Dann wendet sie sich wieder dir zu. Ihre Augen funkeln. Wenn sie geht, dann gehe ich auch. Jawohl, ich lasse dich doch jetzt nicht im Stich. In Ordnung, D'accord, kommst du mit? Wo dich dein Weg hinführt, da führt mich auch mein Weg hin. Mord, bist du bereit? Mord zögert. Er blickt zum Portal, dann zu dir, dann wieder zum Portal. Dann seufzt er klappernd. Sieh mal, ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber naja, das ist etwas, was ich dir sagen muss. Was ist los, Mord? Naja, es geht darum, wo wir hingehen, oder besser gesagt, wo wir waren. Wo wir gewesen sind? Was erzählst du da? Es ist nur eine leise Bewegung, die du kaum wahrnimmst.
Dakons Klinge funkelt, das Metall läuft an, als du ihn ansiehst, fallen seine Arme an seiner Seite herunter, als bereite er sich auf einen Kampf vor. Wir sind nicht zum ersten Mal hier. Sieh mal, wir waren schon mal in dieser Festung der Reue, aber ich habe es damals nicht gewusst. Du hast es nicht gewusst? Wie ist das möglich? Dann hattest du mir also von Anfang an sagen können, wo das Portal ist, was der Portalschlüssel ist, warum ich unsterblich bin, was mit meiner Sterblichkeit passiert ist und dass sie sich in dieser Festung befindet. Mord, ich bring dich um! Mord, du schuldest mir eine Erklärung. Keine Lügen und Täuschung mehr. Nicht jetzt. Gut. Das ist schwer zu erklären, wenn man nicht dort gewesen ist. Außerdem kennst du dein anderes Ich nicht. Er war nicht gerade ein sehr mitleidsamer Knochenbrecher. Ich meine, ich wusste, dass er einen bestimmten Ort gesucht hat, aber ich wusste weder warum, noch wo, noch was es ist. Deshalb konnte ich dir nichts sagen, weil ich nichts wusste. Ich weiß nur, was passiert ist, als wir ankamen. Und was ist passiert? Nun, wir sind zu dieser Festung gegangen und bevor wir sie überhaupt betreten haben, wurden wir alle getrennt, haben um unser Leben gekämpft. Er fröstelt. Deshalb will ich dir vor allem Folgendes sagen. Wenn du das wirklich durchziehen willst, dann ist es gut möglich, dass jeder, der durch das Portal geht, irgendwo ganz weit weg von dem anderen landet. Die Sache ist nur die. Selbst wenn wir getrennt werden, sind wir womöglich deine einzige Hoffnung. Warum sagst du das? Weil was auch immer in dieser Festung auf dich wartet, Meister, dich bereits einmal besiegt hat. Ich weiß bis heute nicht, wie du das überlebt hast. Aber wenn du wieder verlierst, dann brauchst du jemanden, der dich aus der Festung schafft. Mord, du musst mir alles sagen, was du über die Festung weißt. Es ist wichtig. Die Festung der Reue. Die erstreckt sich über Meilen, Meister. Es ist eine Festung, aber es ist mehr wie eine eigene Ebene ganz aus Stein, vollkommen dunkel und voller Schatten, überall Schatten. Wenn wir dahin gehen, dann müssen wir gut vorbereitet sein. Was ist passiert, als wir zum ersten Mal dorthin gegangen sind? Meister, ich weiß es nicht. Meister, ich weiß nicht, was mit dir geschehen ist, aber ich weiß, was mit mir geschehen ist. Ich bin von Gewölbe zu Gewölbe gelaufen. Diese Schatten waren überall. Sie haben versucht, mich fertig zu machen. Dann plötzlich waren wir draußen, als ob uns jemand zurückgeholt hätte. Einen Moment mal. Wenn du wir sagst, klingt das nicht, als ob du nur uns beide meinst. Mord verstummt. Wisse, dass ich deinen Weg viele Male gegangen bin. Dakon spricht langsam, als wäge er jedes seiner Worte ab. Seine Klinge ist nebelgrau geworden, als wäre sein Geist abwesend. Ein Teil deines Pfades ist mir bekannt. 5 gingen den Weg zur Festung. Jeder starb seinen eigenen Tod. Aber wer waren sie? Wie sind sie gestorben? Ich starb den Tod der Treue. Der Schädel starb den Tod des Mutes. Die Frau starb den Tod des Kummers. Der blinde Bogenschütze starb den endgültigen und barmherzigsten in aller Tode. Den Tod des Körpers. Und du starbst den Tod der Erinnerung. Aber wer waren diese Leute? Der Schädel, das war ich, sagt Morten leise. Die Frau war so eine Braut, die Dayonara hieß. Den Bogenschützen habe ich nicht gekannt. Er kannte sein Ziel, ohne sie zu sehen. Viele Schatten fielen im Hagel seiner Pfeile. Schatten. Ja, Mott klapperte, als würde er frieren. Meister, in dieser Festung sind überall Schatten. Dort herrschte Dunkelheit, und jeder Schatten war Charaktlor. Dakors Stimme ist ein Flüstern, und seine totschwarzen Augen scheinen durch dich hindurch zu starren. Es sind gepeinigte Kreaturen, die Wunden in ihrem Geist sind. Die Wunden in deinem Geist sind ihnen bekannt und sie werden dich angreifen. Sie haben mit mir gesprochen, wie die Schädelsäule.
Maud senkt die Stimme. Sie wussten. Also ihr beiden. Ich muss alles wissen, was ihr mir über die Festung sagen könnt. Die Schatten leiden. Sie kennen die Qualen. Sie wissen, wie sie sich mit dem foltern können, das dein Herz verletzt hat. Wenn du ihnen gegenüberstehst, dann wisse, dass du das anblickst, was dich einst umgebracht hat. Dakon, Mord. Du und ich haben überlebt. Was ist mit dem Bogenschützen und Dayanara passiert? Der Bogenschütze starb den Tod des Körpers. Die Frau starb den Tod des Geistes. Ich konnte die Frau nicht retten, weil es nicht dein Wille war, dass sie gerettet wurde. Auf ihr Grab fiel keine Träne. Niemand wusste ihr Dahinscheiden zu bedauern. Aber warum wollte ich nicht, dass sie gerettet wird? Dein Wille war nur dir selbst bekannt. Also, ihr beiden, ich muss alles wissen, was ihr mir über die Festung sagen könnt. Das hatten wir doch schon. Mehr kann ich nicht sagen, Meister. Außer, dass wir unsere Garantie, dass wir uns unter Garantie, dass wir unter Garantie getrennt werden, sobald wir dort ankommen. Der Ort ist riesig und er wimmelt von Schatten. Und irgendwo in dieser Festung ist etwas, das mächtiger ist als wir alle. Dort lebt nichts. Die Wände sind Dunkelheit. In Ordnung. Bevor ich durch dieses Portal schreite, gibt es noch irgendetwas, das ihr mir mitteilen wollt, das eventuell wichtig sein könnte. Tja, Mord hält einen Augenblick inne. Ja, eine Sache solltest du noch wissen. Dein Ich, das ich früher gekannt habe, das uns hierher geführt hat, der war nicht so wie du, überhaupt nicht. Was meinst du? Dein anderes Ich, dem waren die anderen egal. Eigentlich alle. Wir hätten alle in der Festung draufgehen können und er hätte nicht mit der Wimper gezuckt. Darum möchte ich, dass du so bleibst, wie du bist. Ich mag dich so nämlich lieber, viel lieber. Aber das ist nicht alles, was du sagen willst, stimmt's? Nein, Mord hält inne. Da ist noch etwas. Ich habe dieses andere von dir damals vielleicht nicht besonders gemacht, aber er war ein ziemlich schlauer Kerl. Der schlauste, den ich je kannte. Und er ging immer auf Nummer sicher. Wenn er in der Festung gestorben ist, dann hieß das, naja. Du glaubst nicht, dass ich es schaffen kann, was? Nein, Mord schüttelt den Kopf. Das ist es nicht, Meister. Weil es nicht immer darum geht, wer der cleverste ist oder wer der mächtigste ist. Oder wer der härteste ist. Manchmal geht es einfach nur darum, wer du bist und was du wirklich willst. Ich meine, du wolltest einmal unsterblich werden. Aber nach allem ist das wirklich, was du wolltest? Sei dir diesmal einfach wirklich sicher, was du willst. Mehr sag ich gar nicht. In Ordnung, sieh mal, Mord. Wir haben noch nie darüber gesprochen, aber du musst nicht mit mir mitkommen, okay? Ich verstehe, wenn du es nicht willst. Ja, ich weiß, Meister. Und ich kann dich nicht anlügen. Ich will nicht gehen, aber ich werde. Du musst wissen, wenn wir erst durch dieses Portal geschritten sind, dann dreht sich nicht mehr alles um dich. Du spielst mit unserem Leben und uns stellt keiner wieder her, wenn wir sterben. Warum bist du dann? Es ist wegen dem, was Ravel im Irrgang gesagt hat. Gras Stimme ist leise, so leise, dass du sie fast überhört hättest. Stimmt's, Mord? Was Ravel sagte im Irrgang. Sie sagte, du ziehst Leute, die leiden, an wie ein Magnet. Mord schüttelt den Kopf. Vielleicht ist es, weil du schon so lange leidest. Und vielleicht werden wir, wenn du das alles geregelt hast, auch ein bisschen Frieden finden. Vielleicht. Vielleicht. Dann bist du dabei, Mord? Warum nicht, Meister? Mord schüttelt den Kopf. Ich meine, wir sind auf jeder anderen furchtbaren Ebene in diesem Multiversum gewesen, die ich kenne. Warum sollten wir also nicht über den Rand der Klippe schreiten?
Er seufzt klappernd. Bist du bereit? Wenn nicht? Kannst du mir nochmal sagen, was du von der Gegend hinter dem Portal weißt? Ich bin bereit, Mord. Mehr kann ich nicht tun, um mich vorzubereiten. Bist du dabei? Vielleicht hast du recht. Ich werde mich noch besser vorbereiten. Ja, wir bereiten uns nochmal vor, weil jetzt wissen wir ja, dass anscheinend ein gewisser Bogenschütze mit uns kam. Und wenn wir jetzt oben den Zombie ansprechen, dann... Ah nein, wir müssen hier lang. Das machen wir immer eben noch. Wir versuchen nochmal mit dem Zombie und Dayonara zu reden. Wer bist du? So, Ego, der tote Rattenmann. So, wir gehen nochmal. Wir gehen nur mit dir hier hin. Oder? Ja, das wird hoffentlich reichen. Im besten Fall springen wir dann einfach zurück, wenn da Con... Receiving incoming transmission. Perfekt. Ich muss es ja wieder anlassen. Nicht dran gedacht. Und es lief über eine Stunde gut. Knochenfähigkeit. Wer bist du? Kannst du mich nicht sehen? Improvisiere. Der Name ist nicht mir nicht... Okay. Und sagt niemand deinen Namen. Dann gehen wir eben noch mal ganz kurz zu Dayonara. Hier war sie, genau. Und wenn wir dann da fertig sind, dann machen wir... Also wir gucken eben, ob sie uns noch irgendwas sagen will. Und wenn nicht, dann können wir nächstes Mal einfach durchs Portal gehen. Ja, hier, bitte. Klick sie an. Mein Liebster. Wir hatten Fragen an dich. Du bist zu mir zurückgekehrt. Nein, du kannst nichts anderes sagen. Ich warte auf dich in den Gewöhn des Todes, mein Liebster. Schön. Ich bin weg. Dann werden wir nächstes Mal ins Portal rennen. Vielleicht müssen wir auch mit Dacon da oben. Ach, ist ja auch egal. Dann kriegen wir halt nicht... Also man würde von ihm irgendwie, ich glaube, seinen Magen bekommen. Er heißt Charoxes oder Charox... Irgendwas so ganz komisch. Und er würde uns seinen Magen geben. Und wenn wir den essen oder so in der Art, bekommen wir eine Geschicklichkeit. Aber das sehen wir dann halt nicht. Vielleicht muss man dafür auch eine bestimmte Klasse sein zu dem Augenblick. Vielleicht irgendwas anderes, was ich gerade nicht bedenke. Ja. Vielleicht könnten wir Dacon noch auf den Namen ansprechen. Das können wir vielleicht noch nächstes Mal versuchen. Ja, da sind wir da gerade umsonst hingerannt. Naja, ist ja auch egal. Auf die 2 Minuten kommt es dann auch nicht an. Aber wir sehen uns dann. Es geht dem großen Finale, wie es scheint, endlich entgegen. Auf Wiedersehen.